So, wir sind wieder zurück und Haganeth haben wir im nächsten Teil, im letzten Teil eingenommen, im nächsten Teil, ja, im letzten Teil eingenommen und wir haben auch schon unsere Teine rekrutiert und Gromvindel steht da jetzt auch schon rum und wir haben hier oben die Orks gesehen und wir rekrutieren hier Einheiten und wahrscheinlich werden wir den nächste Runde angreifen müssen oder er greift dann Orks Ende an, wenn wir Pech haben. Wir schauen mal. Haben wir noch irgendwas zu tun? Achso, ja, wir sind im Krieg mit den Verbannten von der Heck, das ist noch nicht so optimal. Du kannst übrigens noch mal gucken. Der könnte noch eine Rüstung mitnehmen. Ne? Wir haben noch ein bisschen, wir haben noch so ein bisschen Eidgold übrig übrigens. Und wir haben jetzt auch einige Ressourcen gesammelt. Ne? Also wir haben, ne? Wir haben mittlerweile da zum Beispiel hier. Das können wir machen. Rüstung 7, Zauberresistenz 15. Ne? Das ist schon ganz nice. Was haben wir noch? Nee. Okay, vielleicht haben wir doch noch nicht so viele Ressourcen. Brauchen wir noch mehr Ressourcenproduktion. Nehmen wir 90 Eidgold, 7 Rüstung, 15 Zauberresistenz. Oder nehmen wir lieber nochmal hier irgendwas aus der Kategorie. Geschossresistenz 5%. Feuerresistenz geht nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Wie hoch ist dein Rüstungswert? Der ist bei 120, ne? Das steht hier nicht drin, wie viel Rüstungswert der Schild ausmacht. Ein bisschen schade. Aber Geschwindigkeit und Angriffsbonus, vielleicht okay, aber ich sag mal eher so 5% Geschossresistenz noch mitnehmen ist immer gut. Also Geschossresistenz auf Charaktermodelle ist immer sehr, sehr gut. Genau, das darfst du jetzt mit reinnehmen. Und dann, was wäre noch ein verzaubertes Objekt, was wir herstellen können? Was würde bei dir noch passen? Da, 7 Stück können wir herstellen. Ist da irgendwas Cooles dabei? Rüstung 8, passive Fähigkeit, Eisenbarts Armschützer. 10% Geschwindigkeit und 20% physische Resistenz, das ist ja sehr stark. Für 200 kriegen wir plus 5 Stiefel des Drachenslayer. Geschwindigkeit, Nahkampfabwehr, Angriffsbonus und Feuerresistenz. Aber das klingt jetzt für mich nicht so stark wie der 20% physische Resistenzwert. Oder ein steinernes Zepter. Verursacht starken magischen Schaden, mittlerer Wirkungsbereich, stark gegen einzelne Einheiten. I take it. For the wisdom of the layer. Ich meine, wir haben den ganzen Kram ja nicht umsonst irgendwie, ne? Wir sparen diese ganzen. Wir sparen diesen ganzen Eidgold-Punkte ja nicht für Spaß, ne? Okay, sauber. Wollen wir noch was für ihn schmieden? Der könnte noch. Kriegen wir. Können wir irgendeine. Können wir irgend so ein Ding. Was ist das? Hammer des Gemetzels. Pickel, Hammer, Axt, Hammer, Sternbrecher. Nee. Leider nein. Wäre noch cool, irgendwas so zu haben, womit man eben mehr Fernkampfschaden machen kann. Waffenstärke für Hammer des Grenzläufers. Aber nicht so wild. Ansturmabwehr, naja, ich weiß nicht. Das können wir eben noch geben. Irgendwas geben wir. Irgendwas Cooles noch? Reduktion der Nachladezeit. Ey, genau unser Ding für den. Das passt doch perfekt. Guck mal. Beutel des Grenzläufers. Komm, wir schmieden noch ein bisschen Kram. Und dann gibt es ihm noch die Axt des Slayers. Dann, also den Geschwindigkeitsbonus müsste er trotzdem kriegen, auch wenn er mit dem Ding nicht schießen kann. So. Alter, was für ein Hammer. Ich finde das immer noch schade, dass man die hier in dem Menü nicht drehen kann. Aber okay. Sauber. So, nächste Runde, komm. Yalla, yalla. Mir muss nur einer erklären, wie der hier noch rekrutieren kann, weil dem gehört das ja gar nicht mehr. Steht der in der Rekrutierungsstelle? Oder kann Stellung oder können das die Druki so? Die Druki können sowas. Stopp, warte mal. Oder der hat noch so. Oder der hat noch irgendwo sein Ruderboot, ne? Yo, Bellacor, grüß dich. Ich wollte hier irgendwann nochmal Questschlacht machen, aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir da hinkommen.
Die wilde Jagd beginnen für Orion. Unser Erlass ist durch. Erlass die Gilden ermächtigen. Bringt nochmal 15 Punkte Wachstum mehr. Richtig cool. So, jetzt brauchen wir noch hier das Ding. Plus 1 auf Kontrolle. Das hätte ich jetzt gerne als nächstes. What? Ja, also ich glaube, wir müssen uns trotzdem hier den Angriff auf die Bitterweite leisten können. Weak and feeble. Da ist die Hellebron drin. Wie geil ist das denn? Run, Ricky. Okay. Time for a reckoning. So, wir könnten hier jetzt noch ein paar Einheiten zusammen rekrutieren. Wir könnten noch 5 Slayer mitnehmen. Die kosten 900. Wir können noch 4 Slayer mitnehmen. Bischofs Gob Spucker. Wohin würde der laufen? Er könnte nach Arabica. Dann würden wir uns vielleicht hier hinstellen und da einen Hinterhalt versuchen. Da sind keine Charaktermodelle in der Nähe, er dürfte es eigentlich nicht entdecken können, ne? I'm here now. No. So, wenn ich den jetzt angreife, dann zieht er sich da hinten hin zurück, oder? So ist es doch, ne? Ist das eine... Aber das ist doch keine Arche da hinten, ne? Von Nagaroth. Das ist ja hier alles Anna. Denied. The dwarf sneaky. Cool. Ein Talisman mit Rettungszauber. How can I help? Sechzehn gegen 5, finde ich doch gut. Aye. Physische Resistenz passt bei dem doch auch ganz gut. I do. Summon me if you dare. Du hast den Federrupfanhänger, den brauch. Warte mal. Warte mal. Den kannst du unbegrenzt oft nehmen, ne? Den kannst du gegen die Hellebronn einsetzen. Nimm den Ring des Slayers? Was ist du? Du hast den Obsidian, Zauberresistenz. Den könnten wir gegen die Hellebronn einsetzen. Aber die Hellebronn ist doch wahrscheinlich defensiv unterwegs, oder? It is time. Strowman. Aye. By the King's command. Ha ha! Target these old splitties. Cool, das hat sogar geklappt. I answer to clan and hold. Wenn ich das schaffen würde, dann hätte sie weniger. Dann hätte sie weniger Hitpoints in der Schlacht. Aber das ist ja eigentlich nicht unsere Ambition, ne? Armed and ready.
vengeful Riddlart. For Karaz Antor. What? Strengthen the shield wall. Ja, mach du hier das Kampftraining. Ja, du brauchst noch einen Steinmetz. Was machen wir mit dem Typen hier? Ready. Let us be about this. My axe thirsts for war. Wenn ich den hier reinstelle. Ich habe aber auch nirgendwo wirklich bessere Chancen, ne? Yes. Ja, ich geh halt hier hin, dann bist du noch ein bisschen näher dran, dann passt's auch. Ja. Was ist hier in Arabica als Garnison drin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 Einheiten. Nehmen wir zwei Slayer mit, aber die sind teuer mit 240. Nimm zwei mit. Okay, wollen wir das automatisch machen? Hier steht niedrige Verluste. Die Rune hier plus 8 Nahkampfangriff kannst du ihm geben. Mach mal einen Quicksave. Verlieren 273 Einheiten? Alter, wenn du 50 Einheiten durch diese Schreckensperre und so viele Einheiten noch durch Düstersperre verlierst, da würde ich eigentlich sagen, das müssten wir fast selber mal ausprobieren, oder? Hellbronn besiegt, plus 5 Nahkampfangriff, rüstungsdringender Waffenschaden. Bam. Okay. Iron Will. Was geben wir dir? Bockigkeit ist, glaube ich, noch ganz gut. Das glaube ich nicht. Ja, genau, die zusätzlichen Trefferpunkte nimmst du noch bitte mit. Alter, der ist aber so schnell wieder aufgefüllt. Es ist, glaube ich, okay hier. Es ist, glaube ich, okay. Bauen wir hier noch was aus? Ne. Bauen wir hier noch was aus? Ne. Stellen wir noch eine Armee auf? Nicht so sicher. Ne. Ja, nächste Runde, ne? Nächste Runde. Hi, howdy, ich grüße dich. Der Zwerg hat einen HDR-Look. Ja, ja, das stimmt. Der sieht ein bisschen. Ja, der sieht ein bisschen komisch aus, ja. Ciao, Friedrich. Schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Und danke nochmal für deinen Sub. Ja, Multiplayer wollen wir auch noch machen. Gebe ich dir recht. Hinterhalt. Dann nehmen wir die Kohle und das Eidgold diesmal mit.
Let us begin. Wegwabrup, du, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich würde auf jeden Fall sagen, bei der Map, also es gibt auf jeden Fall gewisse harte physische Grenzen, wo du, ich bin jetzt kein Lore-Experte, aber wo du einfach nicht langfahren kannst, ohne zu sterben, sozusagen, ne? Also, ne, das wird dann so entsprechend halt begrenzt. Okay, alles an nah. Also das ist mittlerweile auch sehr geil, dass du halt siehst, in welche Richtung deine Verbündeten gerade so unterwegs sind. Und das dürfen die gerne da machen. Solange ich noch nicht hinreichend viele Armeen zur Verfügung habe. My axe thirsts for war. Ja, du läufst bitte einmal im Schweinsgalopp zur Froststraße. Dann nimm jetzt noch einmal den Marschierer mit. Und Sammeln nehmen wir auch noch einmal als Fähigkeit. Und Rinka Schimukta, vielen Dank übrigens für den Sub an der Stelle. Vielen Dank, dass du mich unterstützt. Danke dafür. So, jetzt gucken wir mal noch hier drüben. Also da wollte ich ganz gerne hin. Mit dem bin ich noch nicht im Krieg, aber bald, ne? Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, komm, wir nutzen doch mal einfach hier unser Tunnelnetzwerk und porten uns jetzt einmal darüber. Das ist, glaube ich, hier so das Beste, um nach Nagra zu kommen. Und hier oben müssen wir auch aufpassen. Na, da oben wird sich vieles tun. Wollen wir Kaurak ausbauen? Master of Runecraft! Ja, lauf mal hier hin. Gewaltmarsch wollen wir da noch nicht. A binding oath. I answer to clan and hold. Ja, einen brauche ich auf jeden Fall noch irgendwo hier in der Nähe. Das sind aber 29% Attentatschance, das ist nicht genug. Yes. Dann lauf mal hier hoch. So, wir haben Kohle übrig. Und schauen bei der Gelegenheit, aber auch bitte nur hier drüben auf unsere Kaffeeregion. Wir brauchen hier auch noch was für das entsprechende Wachstum. Vielleicht bauen wir es ja jetzt mal aus, ne? Bringt ja auch nochmal zusätzliche Kontrolle, ne? Guten Abend, Lipili, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Und vielleicht können wir ja gleich mal unsere erste, ja, wir nehmen auf jeden Fall nochmal die leeren Grungnis. Grungnis, wir brauchen diese Forschungsgeschwindigkeit, sonst forschen wir hier nämlich nichts mehr. LOL, er hat Dakra eingenommen, oh, you are kidding me. Okay. The dwarfs need me. I will see it done. Dann habe ich aber noch eine Idee, was wir machen könnten. Moment, das machen wir gleich. My anger burns bright. Mhm. By the king's command. Up, that is agreement. For the wisdom of Valaya. By the grudge bearer's will. So, du wirst mal hier
Ganz kurz Stellung beziehen. Dann werden wir die große Arena einmal noch kolonisieren. Dann haben wir diese Provinz nämlich auch fertig und abgeschlossen. So, bauen wir mal die Goldgrube in Grond aus. Ich glaube, das ist doch sowas, was Zwerge ganz gerne haben. Ich sehe jetzt hier übrigens gerade... No. Ich sehe ihn hier noch nicht. Der Typ wird nie wieder irgendwo kämpfen können, weil er die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, diese dämlichen Dinge da zu kolonisieren, ne? Und das ist eigentlich die falsche Armee zu kolonisieren. Eigentlich muss er das machen. Aber wir schauen mal, vielleicht kommt ja hier gleich ein Gegner, dann wissen wir ja Bescheid. Dann machen wir noch was anderes, dann gehen wir nämlich mal ganz kurz in diese Questübersicht. So, das haben wir schon gemacht, ne? Jetzt haben wir jetzt noch den Runenhelm von Sufbar. Den Mantel von... Warte mal kurz. Was hast du für einen... You know who I am. Der hat diese Meisterrune des Trotzes und er hat die Runenaxt von Gromrindal. Das heißt also Rüstung, Talisman... Jo, und hier dieses Slayer-Ding da. Das kannst du... Stopp, nein, das meine ich gar nicht. Dieses Slayer-Ding kannst du machen. Hier ist das. Da, ne? Die Runen von Sufbar kannst du machen. So, wir kämpfen hier jetzt gegen Orks Underground und wir haben eine verbündete Armee hier am Start. Hab im Schnelldurchlauf das Verpasste noch schnell angeschaut. War sehr spannend. Ja, danke, Lepid. Freut mich, dass du mit reingeguckt hast. Es ist auf jeden Fall, also ich sag mal so, ich finde die Kampagne mit Gromrindal ganz cool. Ich habe am Anfang ein bisschen Fehler gemacht, wie ich gespielt habe, ein bisschen zu offensiv und so. Ist dann immer. At last, we have lured the orcs to the place we dare fight best in Grungi's realm. I see beside me brave dwarfen hearts. Such courage will imbue my rune helm. This is the day to strike many grudges from the great book. For I am the white dwarf, and only worthy folk appear in my pages. So, let us record great deeds this day, and give these orcish scum a right royal hammering! Coole Ansprache. Unsere Verbündeten werden natürlich sofort dahin brettern und ihr seht halt hier schon, ne, da werden Verstärkungen kommen, ne? Also da muss man sich drauf gefasst machen. Und die werden natürlich unsere Arti attackieren und deswegen versuchen wir die Arti hier auch nah beisammen zu halten. Wir sollen auch, das ist jetzt so ein bisschen albern, wir sollen auch unseren Verbündeten helfen, wenn ich mich nicht irre. Und das könnt ihr drei machen, eigentlich. Meines! Tell! Dwarf Warriors! Let the vengeance begin! Dwarf Warriors! Müsst euch übrigens gleich mal gönnen, womit er ankommen wird. Feinster Trash. Feinster Trash. For the ancestors! Miners! I
Tangle! Sven? Let the vengeance begin! Is it time? Over here, over there! Ich habe es bisher noch nie mit den Eisendrachen probiert, aber ich bin gespannt. I'm unstoppable. Pump those boffin legs. Das stimmt, der ist Gelände erfahren, deswegen ist er so schnell, ne? Missiles ready. A brisk beast. For the killer's anchor! Attack! This takes me back! Go! Range far, range fast! At last! Iron Drakes! Move! Fight! So, jetzt kommt die Verstärkung übrigens. Hier, da seht ihr es schon. So, gar nicht so wenig. Aber, kann man jetzt zum Beispiel sehr gut sehen, wie effektiv die hier, achtet mal drauf, die sind extrem gut gegen diese Monster. Schaut's euch an, Alter, ne? Achtung, warte, da brauchen wir gar nicht. Komm, schmeiß sie, genau, schmeiß, jawohl. Warriors! Move now! Kill the orc splitters! Axes out! Die sind so cool. Ich liebe diese Mineure. So, ich muss jetzt hier drüben mal gerade gucken, was die da so veranstalten. As you say! Anu! Ja, push die mal mit der Nahkampfabwehr. Roar of vengeance! Nothing can st- ja, guck mal, die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Die werden einfach komplett zusammengeschossen. Hier, schieß auf die Drecksspinne. Alter, bleib hier. Bleib hier, komm. Pap, 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 pap. Bam, bam, bam. Alter, guck dir das an. Der Kammerjäger ist im Haus. Feuer frei, komm. Nein, nicht angreifen, ihr Deppen. Was macht denn ihr? Die rennen in den Nahkampf rein. Seid ihr denn irre? Ich wollte gerade sagen. So, jetzt aber, komm, ja. Komm, Attacke. Ey, Alter, ich krieg gleich einen Wutanfall allererster Güte, ne? Hörst du jetzt mal bitte auf mit dem Scheiß? Babysitten, ne? Ich liebe es. Oh, du hast gar nicht die Granate geschmissen. Wumms. Also, was die Eisendrachen da oben nicht hinkriegen, das kriegen die anderen einfach nicht. Guck dir das an! Die wollen in den Nahkampf rennen! Ich kenne das Problem. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Ja. Oh, das siehst du. Das ist echt mies gemacht. Guck mal, wenn du von hier guckst, das siehst du gar nicht. Das siehst du gar nicht wirklich. Ist ja assi. Ist ja assi. Okay, pass auf, dann läufst du hier hin. Komm. It is an order. Mit dem Schadensresistenz. Nur falls der angegriffen wird. Oh, guck mal, einen Riesen haben sie auch noch. Bockrad. Ja.
Bombs. For the Karazhan Corps. So. Wir haben noch ein bisschen Range. Iron Drakes. Jawohl, ja. Komm hier. Ready to strike. Do it. Brauchst gar nicht viel mehr, ne? Brauchst nur die Eisen zu machen. Ja. Komm, Brindal, der räumt da drüben schon auf. Alter, Barbecue, ne? Ach du Schande. Warte mal, wo sind die Spinnen? Boah, die Spinnen sind weggespawnt. Schade, die hätte ich noch gerne gesehen. Hier sind die Trolle. Da. Wie möchten Sie Ihren Ork? Genau. Ja, blutig. Blutig, bitte. Also, da muss man auch einfach sagen, wenn der Gegner Eisendrachen hat und du anfängst zu blobben, dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Ja. Das war halt hier eine ganz witzige Situation, weil ich glaube, es ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man diese Schlacht so spielt. Ne? Dass du, also, das ist eine sehr effiziente Art, diese Schlacht zu spielen. Die funktioniert sehr gut. Und ich meine, hey, man hat es ganz gut gesehen. Schau mal, was brauchst du für 500 Kills? Eine Einheit Eisendrachen, den Typen und den Thorgrim. Den Grombrindal, ne? Das ist schon echt vom Allerfeinsten, ne? Und du hast auch gesehen, guck mal, das sind nur 7 Kills, aber was waren dabei? Diese zwei Riesenspinnen, der Riese und noch ein paar, hier und noch ein paar von den Trollen, ne? Also, ist doch Wahnsinn. Mal 9500 Erfahrungspunkte gibt's dafür. Wie heißen diese Spinnen nochmal hier? Arachnorkspinnen. Ach nee, die sind abgehauen. Ja, typisch Orks halt, ne? Ja, wir könnten das mitnehmen. So, wir haben jetzt den Runenhelm von Sufbar. I am the White Dwarf. You know who I am. Ja, ich habe so eine Ahnung, wer du bist. Genau, wir nehmen noch hier Gesegnet von Grung, die nehmen wir noch mit. Was gibst du? Slayer, Riesenslayer, Hammerträger, Eisenbrecher. Speerschleudern, Grollschleudern, Kanonen, Orgelkanonen, Flammenkanonen. Mehr Munition und so? Wenn die Golderfahrung haben? Okay, warum nicht? Ich meine, wir haben genug Punkte übrig. Führerschaft, Auragröße? Ich weiß noch nicht. Nimm noch hier erbarmungslos für den Geschwindigkeitsbonus. So, du nimmst noch einmal Auskundschaft mit. Korruption bereinigen könnte ein Ding sein. Brauchen wir aber jetzt noch nicht. Erbfeindschaft auch nicht. Resolut auch nicht unbedingt. Erbarmungslos wegen der Geschwindigkeit. Ich glaube, wir nehmen noch die anderen Runen mit. Also hier kurz gucken. Feuerschaden. Dann haben wir einen Damage-Spell, ne? Und das Ding hier. Waffengrundschaden, Armor-Piercing-Schaden. Zerbrochene Rüstung für den Gegner. Minus 30 Rüstung. Aber bei uns hat sowieso fast alles Armor-Piercing. Komm, wir nehmen die Rune von Zorn und Zerstörung. Okay, ich weiß nicht, können wir noch eine Quest-Battle machen? Warte mal, du musst mal... Das Artefakt haben wir jetzt drin, ne? Halt, stopp, wieder. Ich verklick mich da immer, sorry. Ah ja, der.
Da hast du typischerweise besser zwei Kanonen dabei in der Questschlacht. Dann ist der nicht so, dann ist der nicht so gefährlich. Jetzt kommt eine Sache, die ist bei den Quest-Battles leider so ein bisschen imbar. Und das haben wir ja mit... Oh, sorry, nun, gleich. Wazak! Ihr slime-worshipping Ungi-Filth-Merchant! Get your ass in that pit-reptile over here! I would have words with your little beast face-to-face, so that I may lop off its claw and reclaim what is mine. Those scales are from my armor! And no thief steals from the White Dwarf and lives. You and your followers will die. That is my oath, as my kin Grimnir is witness. I see all jo. Eine Sache, die ist dann ein bisschen immer bei diesen Questbells, das haben wir auch schon gegen Valkyr gesehen. Und zwar diese Flieger. Die könnten, also und das machen die manchmal auch, die gehen dann sofort auf deine Eisendrachen drauf oder auf deine Musketenschützen, ne, und harassen die halt, ne. Das ist nicht ganz so schön. Da kommen Einheiten raus, da kommt die Verstärkung raus. Wir können uns aber trotzdem halbwegs passabel aufstellen. Wir müssen uns aber mit der AT so hinstellen, dass die nicht mitten im Wald steht. Und das Doofe ist, du kannst halt nicht wirklich... Ah ja, genau, ja, ja. Du kannst halt nicht wirklich hier auf diese... auf diese Hügel drauf, ne? Alter, der Ambient-Sound hier ist... widerlich. Gib mir mal gerade einen Moment. So. Ich flipp sonst aus. Also, das kann sich ja kein Mensch anhören. Mach den hier schon mal nach vorne. Warte mal, mach mal so und so. So, dann machst du drei hier hin. Stopp. Drei hier. So, die haben wir ja schon vorne. Dann machst du den noch da rein. Und die Eisendrachen kannst du mal so noch hier hin machen. So, dann machst du die noch hier hin. Und die hier hin. Und dann machst du die hier hin. So, jetzt mache ich den Ton wieder an. The clans unite! Nothing can stop us! No time to lose! Move now! Rage beyond reckoning! Over here, over there! Yes, thing! Warlords! Range far! Range fast! Blow through! Dwarf warriors! Round those dwarf on legs! Let's turn the tide! To the forge! Shieldbearers, ho! Pump those dwarven legs! For mounting and home! Axes out! Quarrelers! Runesmith!
for the Karazhan Corps. Quarrelers! Wolf Warriors! Ja, der hat halt die ganzen Tiermenschen am Start. Iron Drakes! Thunderous! Miners! For the ancestors! Warriors! Move to attack! Move! For mountain and home! Is it time? A brisk fish! It is a reckoning! Aber Achtung! For that! Fight! Down! Move! Miners! Yes! War of vengeance! The clans unite! Quarrelers! By my beard! The runes are cast! Warriors! Dwarf warriors! Fight! Miners! Let's start shooting! Keine Sorge, der kommt nochmal wieder. We demand blood! Get moving! Do we attack? Will do, Killux! Miners! Kazook! Move! Bow through! Was machst du da? Drain the herbs! Strike out! Hits! No! Iron Drakes! Yes, then! It is a reckoning! Drain them! Drain the herbs! Hey! Come on! Kazukan Kazikita! Quarrelers! Rage fire! Rage fast! Dwarf in might! Iron Drakes! Axes out! It is a reckoning! We demand blood! Hunt the Urks! Attack the Urks! I shall! Go! Vengeance! Tschüss! Komm! Komm, Brando! War of Vengeance! Yes, then! Ordinance ready! We are a lifeless Dwarf Warriors! Strike out! Wow! Through. Watch it! Go! Our fire undimmed! Grudge thrower! We fire on your command! The White Dwarf! Fast as you're able! Boom back! On my oath! Attack! Chicken aim! Through marsh and mountain! For Kara's Anchor! Shears! Yes! Kazook! Go! Kazook! Plow through! Bring them down! Ah, as you command! Kazook! Aye, as you command! As you say! Have at him! Ridge fast, ridge fast! One Kazak! Aye! For the ancestor gods! For the High King! Yes, Lord! Power of the ancestors! Äh.
Gut gemacht, Leute. Get moving! Move! Got! Pump those dwarven legs! Kleine Planänderung. What now? Vengeance! Move now! Quarrelers! Charge! Ready to serve! For the Karazankor! Move now! By the ancestors! The runes glow. Nothing could stop us. Put those dwarfen legs. Righto. Grudge thrower. Kazukanka ducking hat. Stop firing. To glory. Aye, to arms. Quarrelers. Ready to strike. Come on. Pump those dwarfen legs! Vengeance! Ready to strike! It is a reckoning! Range far! Range fast! Range far! Range fast! Valeria, bless our range! Müssen wir mal grillen? Fight! Grillen wir mal. Oh, das war's, ne? Dwarf Warriors! Ich glaube, es kommt nichts mehr, ne? Na, also. Ja, das waren die eigensinnigen, starkköpfigen Zwerge, die es da noch ein bisschen spannender machen wollten, als es eigentlich hätte sein müssen, ne? Aber hat ja insgesamt ganz gut geklappt, ne? Da bekommt man Lust auf einen gemütlichen Abend am Grill, ja. Oh mein Gott, ja. Und dann müssen wir wahrscheinlich dann doch noch gegen die Waldelfen antreten, ne? Damit wir ein paar, damit wir ein bisschen Holzkohle bekommen, ne? 7000 Erfahrungspunkte. Guck, es gibt 39 Eidgold, das ist ja nicht so wenig, aber nur 500 Gold, das ist halt nix, ne? Da habe ich 1000 Gold gegen die, da habe ich 2000 Gold oder fast gegen die Orks bekommen. Lloyd Rainbow, danke übrigens für den Sub mit Prime, ich danke dir. Also, ja. I am the White Dwarf. Our enemy shall tremble. Einmal nochmal zurück. In der nächsten Runde gibt es da das nächste Gefecht. Nochmal. Mach ihn noch erbarmungsloser. Und du nimmst die Rune der Zerstörung nochmal. Okay. So, wir machen hier einen kurzen Cut und sind gleich wieder da.